Der vorletzte Tag im Halloween Cup. Ich werde das hier noch an das Video dran schneiden, habe es eben runtergenommen und ausgebessert. In der News auf Deutsch steht, am Montag werden alle Ligen zurückkommen. Aber was Niantic meinte, ist Dienstag. Sorry dafür, in der englischen News steht es korrekt. 3. November, Dienstag, da werden alle drei Ligen starten um 22 Uhr bei uns. Und also hat man heute und morgen noch im Halloween Cup. Viel Spaß mit dem Video. Heute ist der letzte Tag im Halloween Cup. Danach wird es noch eine Woche lang alle Ligen zur Auswahl geben. Und mit alle meine ich normale Superliga, normale Hyperliga, normale Meisterliga und Meisterliga Premier Cup. Gestern war ein Anti-Alola-Knogger-Team am Start und ich habe 0 Alola-Knogger getroffen. Dann hat Voltula freie Fahrt, habe ich noch nie vorne gespielt. Und Bibor gefällt mir auch ganz gut, ich habe leider keine Pokémon mehr. Also keine neuen in der Hinsicht. Alola Slimog hätte ich gerne gespielt und Castellit. Genau, Castellit auch mal in diesem Halloween Cup, die beiden finde ich sehr stark, aber ich habe wirklich ultra, ultra schlechte. So, die mit dem Power-Up in etwa auf 1501 kommen. Also so wirklich ganz schlecht. Und weil ich ja doch mein Repertoire permanent aufbessern möchte, werde ich mir dann eben... Ja, ich muss irgendwie meine Strategie ändern. Momentan bin ich eher so alles am Verschicken, außer Pokémon, wo ich weiß, die brauche ich jetzt oder die will ich irgendwann für PvP haben. Vielleicht muss ich einfach alle Pokémon durchbewerten und mir von jeder möglichen Familie für irgendeinen etwaigen Cup schon was aufheben. Weil, wer weiß, dann sind mal diese und jene Typen irgendwie wichtig und dann muss man plötzlich ein Pokémon verwenden, wovon ich schon tausende verschickt habe, aber so... Alle drei meiner Pokémon kommen gegen Azumarill an. Und von daher... Okay. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, da bleiben wir einfach ganz gemütlich drin. Und schilden vielleicht sogar nicht, weil jetzt dein Angriff schon mal reduziert ist. Und dann komme ich hoffentlich vor dir dran. Sehr schön. Und das dürfte eng werden, wenn du das überleben möchtest. Du möchtest das überleben. Aber runterfarmen geht nicht. Oh nein, es klappt. Uff, okay, das habe ich so nicht bedacht. Das habe ich so nicht bedacht. Jetzt hast du ordentlich viel Energie. Du drückst blind? Dann ist das vielleicht anfallen. Schauen wir mal. Das ist anfallen. Okay. Das ist genial. Sowas gefällt mir. Ah ja. Ich meine, ich bin froh, dass es hinten drin ist, muss ich ehrlich sagen, aber... Gestern den ganzen Tag suche ich Alola Knogger. Oh, genial. Ja, das ist köstlich schmöstlich, oder? Ist das genial? Den ganzen Tag sucht man Alola Knogger, hat extra ein komplettes Team darauf vorbereitet und es kommt einfach nicht. Und dann hat man ein Team, welches ultra schwach ist gegen Alola Knogger. Also Azumarill ist mein einziger... Oh, ich brauche schnell, gib mir den Eisstrahl noch. So, Azumarill ist meine einzige Antwort darauf. Und dann direkt im ersten Kampf kommt Alola Knogger. Es ist wirklich sehr, sehr lecker. Und sogar mit der Attacke Schattenknochen hätten wir die auch mal gesehen. Die Attackenanimation. Jo, das ist schon... Das ist schon... Sehr heftig. Okay, oh, ich hätte sofort wechseln sollen. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Okay... Den Schlagbohrer bekommst du mal ab. Und sorry, ich war gerade ein bisschen aus der Bahn geworfen, weil es eben so lustig ist. Gestern echt größte Probleme hier gehabt beim Suchen. Ladungsstoß, okay. So, ich weiß aber leider nichts über deine Energie. Bitte nicht, bitte nicht. Okay, sehr schön.
Dann gib die noch durch. Gib die Attacke noch durch. Danke dir. Wie viel hat mein Azumarill noch? Ich habe auf jeden Fall fast einen Knuddler ready, glaube ich. Ja, das müsste klar gehen. Sehr schön. Das werde ich nicht überleben. Denn Bibor hält nicht allzu viel aus. Aber eine Hydropumpe sogar. Vielleicht Knuddler und Hydropumpe. So. Tschüsseli. Aber ich habe die Führung hart gewonnen und wurde noch knapp Alola Knogger. Wirklich genial. Das ist einfach köstlich. Richtig, richtig köstlich. Da suche ich 8 Kämpfe lang sogar. Stimmt, das waren ja 8 Kämpfe, weil ich von dem vorherigen Center auch noch was hatte. Und ich wollte einfach nur ein einziges Alola Knogger ein bisschen ärgern. Und mit der neuen Attacke und die vielleicht auch mal sehen. Nö, das wollte nicht sein. Dann hat man ein Team, jetzt Achtung, jetzt kommt Alola Knogger gleich auch noch vorne drin. Hat man ein Team, wo 2 Pokémon gegen die Feuer-Sofort-Attacke schwach sind, direkt mal. Und sofort Abfahrt. Aber ich muss echt sagen, also bei zum Beispiel Voltula, wenn man da direkt blind drückt, dann ist das schon eher Anfallen. In der Regel so. Und das war dann natürlich ein bisschen Glück hat da dazugehört. Hätte auch ganz normal ein Ladungsstoß sein können. Aber warum drückst du blind? Noch eine Sofortattacke. Du hattest echt noch extrem viele KP und von daher, jo. Na gut. Und die Wartezeiten werden in der letzten Woche definitiv nicht besser. Plus, und es geht ja noch weiter mit diesen Pokémon, was ich vorhin besprochen habe. Im Code hat man verschiedene, wie soll ich das nennen? Nicht wirklich Sortierungen, aber also es sind Möglichkeiten gefunden worden, wie Niantic zum Beispiel einen Cup machen könnte. Pokémon nur bis Level 30 pushbar oder Pokémon, die ab einem gewissen Datum gefangen wurden und so. Man müsste sich ja im Grunde fast alles aufheben. Keine Ahnung. Dass du nicht geschildert hast, glaube ich, ist eine gute Lage für mich, aber wenn du köderst, wäre das auch nicht schön. Ich lasse das einfach mal. Okay, du köderst offenbar nicht. Aber angenommen, da wäre der Köder gewesen, hätte ich vermutlich... weiß ich nicht. Okay. Schade, das habe ich ein bisschen hergeschmissen, den Anfang. Der hätte schön sein können. Aber ich hatte eben Angst vor... Gut. Okay. Ein Baldorfisch. Moment, was war nochmal vorne? Bibor? Es gibt nämlich so ein Team, wo dann immer Baldorfisch und Tentoxa hinten drin lauern. Okay, da ist der Schild. Und nun... Ja, ich gehe auch rein. Ich gehe auch rein mit einem Schild. Bibor hält nicht viel aus. Ich muss das Ding loswerden, denn ich habe dann nur noch Azumarill. Ich habe gedrückt. Zum Glück hast du nicht gewechselt. Ist es dir einen zweiten Schild wert? Schauen wir mal. Na und das ist dir keinen zweiten Schild wert. Okay, dann machen wir hier schnell mal den hier und danach gehen wir flott rüber in Azumarill und Knuddler, adios amigos. Du bleibst drin? Okay, du bleibst auch nicht drin. Also. Ja, oder vielleicht... Ich meine, das wäre krass. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber hey, warum nicht eine 1000 WP-Liga oder eine 2000 WP-Liga? Auch nur für eine Woche oder so. Was hat Niantic davon? Sie werden Sternenstaub aus dem Spiel los, weil die Leute Pokémon pushen müssen, TMs ausgeben, etc. pp. Ja, und die Sache ist aber, das wird immer so kurzfristig angekündigt. Wie soll ich denn da ein Pokémon herbekommen, welches es da gerade gar nicht gibt? So. Wenn das irgendwie gut ist. Also von daher, dieses FOMO. Vielleicht werde ich mir ein bisschen mehr Mühe oder ein bisschen mehr Zeit investieren in das Bewerten von sämtlichen Pokémon. Mal schauen, ob du irgendwie Attacke abfangen möchtest oder so. Machst du nicht. Vor allem mit dem neuen Switch-Interface. Oh, sorry, ich habe gerade einen Käfer im Hals. Mit dem neuen Wechsel-Interface kann man echt geschmeidig wechseln. Habe ich in anderen Videos gesehen, ich kann es selbst zwar nicht. Gehen wir auch mit dem Schild rein, auch wenn der Angriff schon um 1 reduziert ist, aber du hast keinen Schild erwartet, okay, weil manche ködern da auch. Schmarotzer, aber den nächsten erreichst du trotzdem vor mir, okay.
Na so, dann machen wir den hier. Na und haltet mich für verrückt, aber ich hole hier Azumarill rein. So, denn gegen Tangolist habe ich... Oh, meine Stimme nervt gerade, sorry, aber wir sind hier live kommentiert und das muss jetzt hier bleiben. Denn gegen Tangolist habe ich ein echt schlechtes Matchup. Und dann werde ich hier... Ah, das wird wehtun, das wird ganz wehtun! Ah, ich hasse dich, ich hasse dich. Ist es eine Kreuzschere? Ich habe nicht mitgezählt. Ist es eine... Das ist ein Schlagbohrer. Oh nein, ich hätte dann auf den Eisstrahl gehen. Das war ganz uncool. Na gut, dann holen wir uns noch eine Sofortattacke bei Voltula. Ah, das war ganz schlecht. Das war... Ja, das war sehr mies. Aber dann ist der Azumarill jetzt schon mal weg. Okay, Hallöchen, Alpollo. Und das ist aber... Boah, Bibor hat ein ganz schlechtes Matchup. Da muss ich, glaube ich, auch drin bleiben. Okay. Oh, ich komme zu nichts mehr. Ich komme zu nichts mehr, oder? Nein. Na gut, jetzt schauen wir mal. Ein sofortiger Wechsel. Bibor, du musst jetzt eine Attacke überleben, denn ich werde hier nicht schilden. Ich brauche den Schild für drüben. Beziehungsweise... So... ich muss einsetzen. Nein, ich muss farmen. Oh, schade. Das Problem ist, ich werde den Gleichstand vermutlich verlieren. Und Alpollo hat eine Attacke drüben. Ja, das waren sehr viele schlechte Entscheidungen. Leider. Flakbohrer, komm, ich hätte so viele Attacken ready. Aber ich verliere den Gleichstand. Ah, mies. Mies, mies, mies. Dann hätte ich einsetzen müssen und ja, egal. Das war komplett vermasselt von mir. Da waren so viele Möglichkeiten zu gewinnen. Warst du schon Rang 10? Ich hoffe nicht. Dann freut man sich natürlich über die Punkte, die man wirklich wortwörtlich herschenkt. Genau, also mit dem Fangdatum wurde irgendwas gefunden, was natürlich nichts bedeuten muss, dass jemals so ein Cup kommt, aber zum Beispiel nur Pokémon, die vor 2018 gefangen wurden oder auch nach 2018 oder nur Pokémon aus 2020 zum Beispiel. Irgendwie solche Dinge, naja, könnte man auch machen, sind theoretisch vorstellbar. Ja, aber auch wenn man 3500 Plätze hat, wenn man, sofern man sie denn aufwertet, man kann sich nicht alles aufheben. Wollen wir hier mal was versuchen? 2, 3. So. Obwohl, jetzt habe ich Anfallen, also jetzt bin ich schon mal um 1 reduziert, aber der Schaden macht das so gut wie keinen. Und da ist schon das Alola Knogger. Ja, dann holen wir es immerhin gleich raus und kommen dann mit Azumarill rein. Dann vermeiden wir mit Azumarill auch das Voltula. Und mit meinem Voltula habe ich drüben eine Attacke ready. Es ist echt kurios. In 8 Kämpfen 0 gesehen, wo man es sehen wollte, wo man das perfekte Team hatte. Und nun eine Abfahrt. Kommen sie ohne Ende raus. Okay, sofort rein da. Nicht schilden. Denn das ist sowieso kein Spukball. Oder? Hat ja wohl jetzt... Oh doch, du bist noch ein Oldschool. Ich muss sagen, Spukball hätte ich vielleicht schon einen geschildert, weil jetzt wird's knifflig. Jetzt wird's knifflig, so. Noch einer tut dann schon weh. Voltula mit 2 Schilden soll aufräumen? Keine Ahnung. Na gut. Dann... Da wäre mir sogar deine neue Attacke echt lieber gewesen, muss ich zugeben. Gut. Hier wird's jetzt gefährlich bezüglich... Ja. Schauen wir mal. Soll ich einfach ködern? Ich meine, es macht kaum Unterschied, aber... Ja, das also, einer Azumarill mit so wenigen KP zu haben, ist auch nervig. Und ich weiß nicht, ob Voltula dein einziger Konter ist. Oh, schön. Schön. Alola Slimog, ein Pokémon, welches ich so gerne hätte. Hätte Fahrrad zu der Kette. Das ist echt spitzenmäßig. Wow, dass du hier nicht geschildert hast, das fand ich krass, muss ich ehrlich zugeben. Schaffe ich noch 3 Attacken? Eventuell, weil bei Azumarill doch, da gehen wir direkt nochmal mit Anfallen rein. So. Alola Slimog ist so ein guter, sicherer Wechsel, kommt gegen Dingenskirchen an.
na, wie heißt es, kommt gegen Azumarill ganz fein an. Hat nur eine Bodenschwäche. Ist aber leider jetzt im Halloween-Event zu selten. Ich habe keines... Ich fange die neulich wieder eines und ich freue mich so ultra krass darüber. Und dann hat das 14 Angriffe oder so. Alle die beiden anderen Werte komplett unten. Okay. Und ab dafür. Hallöchen, Azumarill. Das ist Voltula. Freut mich, die Bekanntschaft mit dir zu machen. Und weg da mit dem Ladungsstoß. Jo. Geh zu dem Geh. War zwar eigentlich eine doofe Sache, so am Anfang Voltula gegen Voltula. Und ich gebe direkt die Möglichkeit auf, den Wechsel überhaupt zu holen, indem ich auf Bibor wechsle, aber ja, wenn diese Sac-Swaps wieder funktionieren, SAC, Sacrificial Swaps, die aufopfernden Wechsel, dann kann man das ja auch mal machen. So, und was noch kommen? Da, genau, das hat mich auch zurückgehalten. Ein Frustrations-Event. Ich hätte echt viele Pokémon vorbereitet, wo ich dachte, ja, da wird das schon noch bei diesem Team Go Rocket-Event, wird das schon noch kommen. Vor allem Skuntank. Krypto Skuntank. Habe ich ein köstlich-schmössliches... Uff, das ist ganz doof für mein gesamtes Team. Da kann ich nicht mal in irgendwas so wirklich wechseln. Oh, ich hoffe, du schildest nicht. Ich hoffe echt, du schildest nicht. Bitte nicht. Komm schon. Knuddeluff muss ich loswerden. Heieiei. Oh nein. Ja. Das ist nicht schön. Das ist wirklich nicht schön. Bitte wechsle nicht. Bleib drin. Bleib drin. Das ist meine einzige Antwort. Und ich schilde hier sogar. Bitte bleib einfach nur drin. Das ist alles, was ich von dir haben möchte. Du musst nur hier drin bleiben. Dann wird alles gut. Und so. Eine Knuddeluff. Genau, Knuddeluff wäre auch ein Pokémon. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht mit DNV. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich mal ein Knuddeluff in der Superliga spielen würde. Aber in dem Cup echt genial. Ich werde, glaube ich, damit einfach anfangen, dass ich... Okay, jetzt muss ich pokern. Okay, doch nicht. Hallöchen, drittes Alola-Knock in dem Video. In 4 Kämpfen. Leute, wirklich, wie genial ist das? Also, das kann man sich nicht ausdenken. Kann man sich das ausdenken? Ich denke nicht. Das ist ja, das ist wirklich... Da fehlen einem ein bisschen so die Worte. Das ist schon genial. Das ist wirklich ein bisschen Vorarbeit noch. Komm, die Kreuzschere packe ich noch. Das ist wirklich genial. Gestern in 8 Kämpfen komplett verzweifelt. Warum spielt niemand Alola Knogger? Heute in 4 Kämpfen direkt 3 gefunden. Das ist schön. So. Gut. Ich schilde mal nicht. Denn was am meisten Schaden macht, ist die Attacke von Voltula. Auch mit Spukball. Ja, das ist gelaufen. Das war es leider schon mal. Aber... ich muss sagen, interessant. Freut mich, dass jetzt die Alola Knogger da sind, wo ich ein Team habe, welches schwach gegen Alola Knogger ist. Immer wieder gerne. Auf Erl ist Verlass, das muss man schon sagen. Ja, das Problem ist, Voltula wäre nicht von einem Knuddler kaputt gegangen. Von daher, GG, ich bedanke mich. Beim nächsten Mal werde ich wieder mein Anti-Alola Knogger Team nehmen und dann 0 Knogger finden. Na, so ist nämlich Glück, Pech und Zufall, wie ich in meinem Rang 10 Video gesagt habe. Und das kann man ja ein bisschen minimieren, indem man immer bei einem Team bleibt, weil es ist ja nicht so, als ob Alola Knogger jetzt einfach verschwunden ist im gestrigen Video, so den gesamten Tag über. Würde ich alle Kämpfe mit dem Team machen, dann hätte ich irgendwann auch Alola Knogger getroffen. Logischerweise, so ist das. Und es hätte auch genau andersrum sein können, dass ich genau in dem Video, wo ich gegen Alola Knogger bin, nur Alola Knogger finde und dann das Team, welches ultra schwach ist gegen Alola Knogger, da habe ich Glück, dass ich 0 Alola Knogger treffe, hätte natürlich auch genau in die andere Richtung gehen können. Also Moment, was steht hier von der Zeit her? 7 Tage und 12 Stunden noch. Also sobald hier die Uhr auf 7 Tage und 0 Stunden ist, fängt die letzte Woche an, würde ich mal sagen, glaube ich, wo man frei wählen kann und dann bis zum Montag. Danach ist die Season vorbei, da bekommt man dann
den Sternenstaub, die Top TM und so weiter und so fort. Für die Folge war's das. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach beim nächsten Mal weiter.